Fast alle Menschen leiden unter Trypophobie. Du mit Sicherheit auch. Was das ist, wirst du heute erfahren und wie du das bekämpfen kannst. Es geht darum, wir alle fragen uns ständig, was können wir noch tun, um uns zu verbessern? Was soll ich noch ausprobieren? Dieses Pöverchen, diese Strategie, diese Optimierungsmöglichkeit oder dieses Konzept. Immer wieder fragen wir uns, es muss noch irgendwas geben, wo ich mich verbessern kann oder irgendetwas von außen, in dem ich mich optimieren kann. Entsprechend meiner Wünsche, die ich habe. Und dem zugrunde liegt auch immer die Tatsache, dass man denkt, ich bin nicht gut genug, wie ich jetzt bin, weil ich möchte noch anders werden, ich möchte mich entwickeln. Das, wie ich jetzt bin, das ist der aktuelle Zustand, aber ich will die beste Version von mir selbst werden. Und die beste Version entsteht automatisch, wenn man sich mit anderen vergleicht. Weil dann sieht man, das ist besser und das möchte ich erreichen. Und mal grundsätzlich, wenn wir irgendwo sind, dann sind wir. Das heißt, rein von der Natur her, genetisch, evolutionstechnisch oder spirituell, haben wir ein Recht dort zu sein. Und wir sind, wo wir sind. Also kann das nicht schlecht sein. Weil wir sind ja da. Das ist mal generell. Also jeder, der irgendwo ist und du bist jetzt gerade, der hat ein gutes Recht. Und die Natur findet das gut, dass du dort bist, wo du bist. Sonst wärst du nicht dort. Das ist mal ganz wichtig. Das heißt, jeder ist erstmal gut, wie er ist. Und der Wunsch nach Konsum ist oft verbunden mit dem Wunsch nach Änderung. Denn was kann man denn alles konsumieren? Man kann Videokurse konsumieren, man kann Bücher konsumieren, man kann Produkte konsumieren. Das heißt Nahrungsergänzungsmittel oder hochwertigere Lebensmittel und so weiter. Und da ist die Frage, ist Konsum dann per se schlecht? Nein, Konsum ist per se natürlich nicht schlecht. Es ist sogar für die meisten Menschen auch notwendig. Aber der Konsum steht in enger Verbindung mit diesem, ich muss vom Außen noch irgendetwas dazu bekommen, damit ich besser werde. Und da möchte ich heute eben so ein bisschen was auflösen. Typophobie oder Trypophobie, das ist eben genau das, die Angst vor Löchern. Und die Angst vor Löchern bezieht sich nun nicht nur darauf, dass ein Loch im Boden ist oder dass man irgendwo ein Loch sieht in einer Bienenwabe und nicht weiß, was dahinter ist, sondern es ist eben auch gedanklich gemeint, dass man irgendwo ein Loch hat, wo man sagt, das muss jetzt ausgefüllt werden. Und in den meisten der Fälle muss es das eben nicht. Und eine Änderung kann für viele Menschen wichtig sein, aus dem folgenden Grund, dass zum einen wir in einem ganz großen Umfang konditioniert wurden von Menschen, die wieder der Natur leben und die eine Kultur aufgebaut haben, die Traditionen aufgebaut haben, und da ist es tatsächlich wirklich wichtig, dass wir uns verändern, um näher wieder an unsere Natur heranzugehen. Das heißt, Transformation ist tatsächlich wichtig. Aber das heißt nicht, dass der aktuelle Zustand, in dem wir uns befinden, schlecht ist. Er ist gut. Aber Transformation ist auch gut. Aber nur wenn wir den Wunsch nach Transformation haben. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber versucht es einfach mal so energetisch anzunehmen. Die Gefahr dabei ist jetzt tatsächlich innerhalb des Konsums, dass wir sehr empfänglich dafür sind, dass wir, wenn wir Nachrichten sehen, wenn wir neue Blog-Einträge sehen, neue YouTube-Videos, neue Bücher, neue Videos, was auch immer, dass wir zum Marketing-Opfer werden. Dass uns gesagt wird, um eine bessere Version von dir selbst zu werden, brauchst du das oder das ist super dafür geeignet. Oder es werden Bedürfnisse generiert, indem irgendetwas, was nicht real ist, beschrieben wird und sagt, das ist der Zustand und deshalb musst du handeln. Und dieser Zustand wird aufgrund einer sokratischen Ja-Straße zum Beispiel, indem man immer gewissen Dingen zustimmt und am Ende zu etwas zustimmt, was man am Anfang ja niemals in Erwägung gezogen hätte, wird man davon überzeugt, dass man tatsächlich dann irgendetwas braucht, ein Bedürfnis ist generiert. Das ist die hohe Kunst des Marketing. Und das entwickelt halt so einen Wunsch nach Konsum, dass wir immer mehr von außen konsumieren. Und da fängt die Verantwortung, die Selbstverantwortung an, dass man, bevor man etwas konsumiert oder etwas von außen hinzufügt, um sein Loch, da sind wir wieder bei der Trypophobie, um sein Loch zu füllen, dass man erstmal wirklich überlegt, ob man das tatsächlich wirklich braucht. Oftmals ist das nämlich nicht so. Und
Oftmals ist es auch so, dass wir in unserem Körper, in unserem Geist alle zum Beispiel Heilmittel schon in uns haben, die uns in verschiedenen Situationen völlig ausreichen würden. Und das oftmals, und das ist auch der bekannte Placebo-Effekt, dass wir eine Tablette irgendwo hernehmen, an die wir glauben, dass sie uns heilt, aber in Wahrheit heilen wir uns selber. Und der Placebo-Effekt ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, wir haben die Fähigkeiten, uns bis zu einem gewissen Maße auch selber zu heilen. Und das ist halt eine Tatsache, da sollten wir mal Beachtung schenken. Und wir können alles trainieren, das kennt ihr, wir können unsere Sinnesorgane trainieren, wir können Leistungen im Sportbereich trainieren, wir können sehr sehr viele Dinge trainieren. Warum soll es also nicht möglich sein, diese Selbstheilungsmöglichkeiten, die definitiv existent sind, diese auch zu trainieren? Das macht nur Sinn. Und entsprechend sollte man weniger versuchen, seine Löcher zu stopfen von außen, indem man da sagt, okay, da ist jetzt wieder ein Problem und da muss man jemand helfen, sondern man sollte in sich gehen. Vielleicht sollte man in das Loch tatsächlich hineingehen, auch wenn man dann Angst davor hat, weil man nicht weiß, was dort ist, weil einem nicht gesagt wird, was zu tun ist, weil einem nicht von außen präsentiert wird, dieses Mittel, das hilft euch bei XYZ, sondern dass man selber intuitiv hineingeht in dieses Loch, in sich selbst und von innen heraus tatsächlich Heilung erfahren kann, durch sich selbst. Und das steigert dann auch wieder nicht nur das Selbstverantwortungsgefühl, auch das Selbstwertgefühl. Und man bekommt auch so ein bisschen das Gefühl für das, was man tatsächlich ist und nicht für das, was man suggeriert bekommt, was man ist. Jeder sagt ja einem, was man ist, wie man zu sein hat, was optimal ist als Mensch, und ja, entsprechend ist meine Aufgabe heute hier, dass ich euch dafür sensibilisiere, tatsächlich einfach nicht immer nach außen zu schauen, sondern nach innen zu schauen und sich selber zu transformieren, aus sich selber heraus einen Zugang zur Natur zu entwickeln. Und daher meine große Bitte an euch, wenn ihr diesen Gedankengang irgendwie für euch annehmen könnt, dass ihr das tatsächlich 2-3 Mal am Tag daran denkt, was kann ich heute für mich aus mir heraus tun und welches Produkt, welches Pulver, welchen Gedankengang, welches Buch brauche ich heute eigentlich nicht zu lesen, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Ich wünsche euch viel Freude an dieser Inspiration und großen Erfolg. Bis morgen, euer Christian. Yeah.